Dann auf Ihr Zeichen, Herr Rakete. Wenn Sie eine Frage stellen wollen, fragen Sie, wie soll ich anfangen? Ja, erzählen Sie einfach, was hier los ist. Was ist passiert? Was haben Sie gefunden? Wie kam es dazu und so weiter? Ja, das Los Santos Police Department hat in Zusammenarbeit mit dem Sheriff's Department im County einen großen Drogenfund gemacht. Das bedeutet explizit, dass wir einen Zugriff machen konnten aufgrund der hervorragenden Arbeit von Sheriff Ruby Rooster und Sheriff Reddington zur Rechten. Ich danke Deputy Sheriff Perkins für die Zusammenarbeit zwischen den Departments und natürlich zu meiner Linken noch der Drug Operation Agency, die sich in diesem Zusammenhang auch als sehr, sehr effizient und einsatzfähig herausgestellt hat. Durch diese Synergie aus beiden Departments schaffen wir es auch weiterhin, große Drogen vom Markt zu nehmen. Wir haben hier über eine Tonne Marihuana festgestellt. Unzähliges Equipment, was gestohlen wurde, Wertgegenstände, die entwendet wurden. Und in diesem Zusammenhang bin ich sehr zufrieden. Ich möchte mich nochmal für diese Zusammenarbeit bedanken und Gott schütze alle Officer von San Andreas. Ja, wunderbar, das reicht mir schon. Fantastisch. Sehr gut, bisschen zu dick aufgetragen mit Gott? Nö, können wir noch so das ist genau richtig. Noch ein, zwei Patriotisch. Nach meinem Film, so wie Leute eine Kiste tragen oder so. Ist ja scheißegal, genau. Was da dann ist. Tragen Sie mal ein bisschen durch die Gegend. Macht das auch ein gutes Bild? Nein, nein, kein Sturmgewehr. Kein Sturmgewehr. Wir können noch mal den Bohrer ansetzen, damit man sieht, wie man das aufgemacht hat. Genau, wir können den Bohrer noch mal ansetzen. Ja, das ist eine gute Idee. So, das übernimmt die Dor. Ja, mein Gut für den Tipp, danke. Ja, läuft. Ja, sehr gut. Dann machen wir jetzt noch so ein paar Tragedinger, aber. Ach, Ford! Na und? Ford, das hat alles fantastisch funktioniert. Wir haben richtig viel sichergestellt. Oh ja. Und sogar gut. Polizei. Ich bin richtig gespannt. Ja. Jetzt sehen wir Perkins schon was mit der Fahrt. Ja. Super. Gut, so aus diesen Klamotten hier raus. Wir tragen einfach Dinge rum. Gut, haben wir alles eingepackt? So gut wie alles. Ja, wir wollten noch irgendein Foto machen, denn. Okay. Wollen wir das vielleicht machen? Kennst du hier, wie hieß der Film? So. Sind wir glücklich, Chief? Tipptopp. Wirklich, da waren Massen drin. Gestohlenes Polizeiequipment en masse. Drogen, Waffen, Schlaggegenstände, Equipment, da war alles drin. Großartig. Ein herber Schlag gegen die North Mayans. Und damit ist auch Genüge getan im Zusammenhang mit der mit dem Anschlag, den wir da verübt haben. Das ist genauso ein heftiger Schlag gegen die Organisation der Nordmayans. Hervorragend. Ja. Was Schnittbilder hier machen von ihren Maschinenpistolen? Gegen den Hut bitte im richtigen Licht. Da habe ich mir extra für diesen Einsatz besorgt. Oh Gott. Fühlst du dich fast wie zu Hause hier, was? Ein bisschen wie Texas, ja. Ja, können wir hier ein bisschen Schnee auslegen, dann wäre das für mich das Gleiche. Haben Sie in den Container keinen Schnee gefunden? Oh doch. Genug. Oh, reden doch. Wir von anderen Schnee. Sehr gut, sieht gut aus. Sehr heroisch. Sehr gut. Ja, dann mache ich noch ein, zwei Bilder hier, dann sind wir fertig. Ist ja passend, dass ich mich so lange nicht habe rasiert. Wenn ich jetzt noch zwei Revolver hätte, das wären Schnittbilder. Sehr gut. Okay, dann müssen wir so langsam mal gucken, wie wir wegkommen. Ja, wir haben den Streifenwagen dort hinten. Was ist mit Morales? Wird gerade weggebracht. Wir wollten das nur getrennt, also die Ware quasi. Ja, ja. Ja, wir hatten ja die ganze Scheiße dabei. Ja, dann würde ich sagen, brennen wir den Einsatz jetzt hier so langsam, ja? Ja. Mit dir. Okay. Pido 01. Auch erstmal drauf sind, die Kollegen, da sind schwarze Fahrzeuge kam gerade entgegengeschickt worden. Gut, dann sind wir hier durch. Ich mache gleich den Beitrag noch fertig. Ja. Perfekt. Glückwunsch für den Erfolg. Ja, vielen Dank. Ey, Burdock, das sind meine Lampen. PD 01 an alle Einsatzkräfte hier oben bei 713. Der Einsatz ist jetzt abgeschlossen. Gehen Sie wieder auf Ihre Streife und in den Funkkreis zurück. Die brauchen Sie eine Mitfahrgelegenheit. Ja, warten. Ich muss gerade mal schauen, wo jetzt hier die Substanzen sind. Wo haben Sie denn jetzt alles reingebracht? Was wir da reingebracht haben? Ja, wo haben Sie alles reingelegt? In dem Granger hier hinten ist noch ein Karton, in der vorne steht. Okay, das heißt, da ist alles drin, oder was? Ja, ich habe auch ein bisschen was bei mir. Ah, okay, alles klar, gut.
abgewischt. Bullock hat auch noch was. Okay, dann ab in die Streifenwagen. Ich will niemanden zurücklassen. Ich glaube, ich guck mal zu Bullock. Ich fahr mal mit Bullock. Ist hier noch Platz? Ja, ja. Ja, ja. Sehr gute Arbeit, verehrte Kollegen und Kolleginnen. 01-Position-Funker ist ab zur Abhandlung des Tatverdächtigen, bin ich in Prison. 01 Ende. Gut, dann fahren wir Richtung PD für die Archivierung und Eröffnung der Abfallakte. Ja. Ja. Perkins, was kann ich hier tun? Die Straße bei 880 kann wieder freigegeben werden, oder das gut? Gut, haben Sie gerade was geschrieben? Können wieder freigegeben werden, wir rücken alle wieder ein. Gibt eine kleine Nachbesprechung. So, fangen wir an. Eine Tonne Blüten, Hanf. 1000, machen Sie 1000 Stück. 1000 Stück, roundabout. 10 Coca-Blätter, 2 Päckchen weißes Pulver, also müssen noch im Labor analysiert werden, aber könnte sich um Kokain handeln. Kakuin? Kakuin, ja. wunderbar, wunderbar. 23 Pylonen. Die haben einfach Equipment geklaut, wie blöd. 4 Zelte. Die haben sogar Zelte geklaut. Wir fahren mit, die fahren runter, weil da ist die Sache drin. Mhm. Dann laden wir gleich aus. Ja. Boah! Hui! Gott, schief geht's! Hat ja ganz schön einen weggedrückt hier gerade. Das ist der Stress. Warum liegen hier so viele Blumen? Ist Ihnen das noch nicht aufgefallen vom MD? Ne. Wegen den Officern. Gestern. Wow, fort! Ja, Herr Lynch. Ja. Können Sie mir mal einen kurzen Abriss geben, was in dem Container alles gefunden wurde? Ja, eine Tonne Marihuana, also 1000 Stück. Tonne? Ja, 1000 einzelne Stück, sind wohl Kilopäckchen, also eine Tonne. 1000, also ein, 1000, das ein Kilo. Das sind, naja, 1000 Stück, Mario, also das ist halt in so Päckchen. Ja. Ne? Dann haben wir Kokain, wir haben illegale Schlagringe, wir haben Messer, wir haben gestohlenes Polizeiequipment, wir haben, wir haben Waffenteile. Wir haben, da wird aber gerade eine Liste angefertigt, das kommt alles in die Akte, also super viel. Okay, gut. Ja, das ist halt das Problem. Der Sheriff ist mir quasi direkt zum Prison gefahren, meint, dass Tatsachen liegt, das wird direkt abgehandelt. Und da ist mir schon aufgefallen im Gespräch, erstmal von der Tonne hat er nichts erwähnt, aber weil das, da reden wir ja schon von Handeln mit Betäubungsmitteln. Ja. Das ist ja nicht mehr, kann man ja nicht mehr im Eigenbedarf sehen. Ja. Und halt die Polizeibesperrung, weil die sind ja geklaut. Ja. Das liegt schon mit drin, da sind wir im Ding. Also da, dementsprechend kann ich ihn jetzt nicht direkt einknasten. Nö, das müssen sie auch nicht, aber wir müssen es halt verurteilen, also müssen es halt verhandeln, ja. Aber er hat es wohl auch schon gestanden. Ja, ja, der hat alles gestanden, der ist da frei. Ich weiß halt nur, ich stehe halt jetzt im Prison mit Perkins und so. Ich weiß nicht, warum er ihn direkt mitgenommen hat. Eigentlich weiß ich nicht, ob man ihn direkt inhaftieren sollte, ich denke nicht. Nee. Na, soll er zurück ins PD mit dem? Das ist Penalcode gewesen, okay, aber allein durch den Diebstahl und auch der Handel mit der Menge. Ja, dann bringen Sie ihn, dann sagen Sie Perkins, er soll das ins PD bringen und hier abhandeln, Akte aufmachen, das wird ja eh gemacht. Und dann wird das dann nochmal mit reingeschoben. Ja, gut. Ich rede mal mit ihm, weil im Endeffekt kann ich jetzt eine Aussage aufnehmen und dann mehr brauchen wir nicht. Ich brauche noch nicht ins PD. Also. Naja, wie Sie das für richtig halten, es ist, wenn er erreichbar ist und das nicht sofort gemacht werden soll, dann soll er eh freigelassen werden, ist so gut. Ja, ich kann es nicht sofort machen, ich muss es mit der anderen Akte zusammentun. Das ist quasi Paragraph 6 unseres Kriminalcodes. Ja genau, Sie backen das zu der Akte von gestern, ne? Ja, genau. Okay, dann muss das da reingemacht werden. Dann sage ich den Officern gleich Bescheid. Alles klar, wunderbar, super. Dann, danke, Herr Lynch. Ich melde mich später. Danke. Ciao. Schönen Feierabend. Schönen Feierabend. Bullock? Machen Sie es in eine extra Akte, aber die müssen zusammen behandelt werden. Das heißt, machen Sie dafür eine extra Akte auf, aber die müssen halt, ne? Sie ja, ich habe die Akte schon jetzt gerade eröffnet. Ich habe die Lagerdurchsuchung Mayans MC Nord genannt. Und verweisen Sie bitte auf die Akte von gestern. Ja, mach ich. Das Aktenzeichen von gestern, das kann ich Ihnen gleich sagen. Brauchen Sie es? Ja, sagen Sie es mal jetzt direkt. 34560. Wunderbar, ja. Oh. So, Chief. Wenn Sie mich jetzt nicht mehr brauchen, würde ich in Feierabend gehen. Ja, dann gehen Sie. Sehr erfolgreicher Tag. Ja, und ich auch. Bis morgen. Bis dann. Nee, Huckleberry will einfach nicht um 0.45 Uhr ins Bett gehen, wenn er hier noch länger bleibt. Und ich habe ehrlich gesagt heute auch keinen Bock, so lang zu machen, weil ihr wisst,
Mhm. Gestern. Lensch? Ja, Edgy, SD66, Einsatzleitung gerade. Macht ihr keine Nachbesprechung? Ich hatte durchgefunkt, wir fahren in Sandy SD, aber sie hatten ja... Nee, wir müssen ja die Substanzen in die Asservatenkammer singen. Wir machen grundsätzlich nur, wir machen verzögerte Nachbesprechungen oder einfach nur Informationen für die Beamten, die beteiligt waren. Aber so Nachbesprechungen machen wir nicht, aber es hat ja alles gut funktioniert. Wenn Sie Feedback von mir brauchen, gebe ich Ihnen das. Ja, sehr gerne. Na, also die Absperrung, das war natürlich sehr hektisch. Wir haben uns aber schnell zusammentun müssen, aber ich denke, die Absperrungen haben gut funktioniert, die Officer haben gut synergiert. Ich wüsste jetzt nicht, was da schieflaufen konnte. Ich habe mich hauptsächlich darum gekümmert, dass die Absperrungen laufen, weil da innen drin war ja alles im Griff eigentlich. Genau, das haben wir schnell hingekriegt, höchst effizient. Ich muss an der Hand nehmen, aber es hat auch alles gut geklappt. Ja, genau. Alles sehr gut. Alles klar. Super. Super. Vielen Dank. Jo. So, was zur Hölle? Kann sein, weiß ich nicht. Hallo Chief. Hallo Chief. Ah, Einsatz ist abgeschlossen. Ja. Oh, Spitze, habt ihr was gefunden? Ja, einiges. Oh. Eine Tonne Marihuana. Boah, Tonne? Bitte? Ja, ja. Oh. Bisschen illegale Waffen, bisschen Kokain noch wahrscheinlich oder weiß ich nicht, irgend so ein Pulver. Ich vermute, wird jetzt zurück Kokain, bis das klar ist. Ja. Die werden weinen. Hey. Damit ist das vergolten einigermaßen. Glaube ich, ja. Ja, also damit haben wir der Gerechtigkeit Genüge getan, würde ich jetzt fast mal sagen. Ja, das wird denn ordentlich wehtun. Ja, denke ich auch. Das hat sich gelohnt, ja. Okay, gut. Definitiv. Nice. Die Blumen draußen sind vom MD, ja? Oder vom DJ, wir wissen es noch nicht. Ist Nummer 99 zufällig? Ja, ich bin hier, meine Bohrer. Reed, bringen Sie das mal bitte in Erfahrung. Ja, mache ich. Kann ich Ihnen jetzt hier durchgehen oder wollen Sie immer rüberkommen? Ja, Huckleberry? Chief, mir ist noch eingefallen, ich hatte vergessen, Ihnen was zu schicken. Ich habe Ihnen per E-Mail den Entwurf für ein Organigramm vom Police Department geschickt. Hm. Können Sie mal drauf gucken, ob Sie dann noch an Veränderungen wollen, ob Ihnen das so genehm ist. Gucke ich gleich. Dann würde ich das umsetzen. Alles klar. Ja, haben Sie an die Chief of Police E-Mail. Ich bin auch eine Weile erreicht, so 5-6 Minuten. Alles klar, danke. Malkov. Chief. Haben wir schon rausgekriegt, von wem die Blumen sind? Tatsächlich noch nicht. Ich habe darüber noch keine Meldung. Wäre das jetzt gleich. Ich dachte tatsächlich, das wäre von Kollegen für gestern. Ich weiß es nicht genau. Es ist jetzt, wurde gesagt, vom DOJ oder vom Medical Department. Fand ich erst kurz ein bisschen gruselig, vor allem mit diesem Nebel gerade dabei. Das sieht aus wie eine Drohung fast. Nun bin ich, was alle angeht, ein bisschen vorsichtig. Ja, wir konnten es ja gerade. Wir konnten ja gerade entsprechend reagieren. Das war ja auch ein voller Erfolg, wie ich mitbekommen habe und was da gerade so aus dem Auto rausgetragen wurde. Total. Aber wir haben die Probleme in der Eastside, wir haben die in der Southside. Ich verwette meinen Arsch darauf, dass wir solche Container auch in der Stadt könnten finden. Muss die Dauer sein. Ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass das direkt... Das ist ja total abgeschieden. Abend, Hätten Sie jetzt da oben im Norden, diese Container, der da war? Ja, ja, den hätten wir niemals gefunden, wenn das nicht durch Zufall von den Sheriffs aufgekommen wäre. Glück wurde es gefunden. Können Sie noch sagen. Ich möchte Sie auch noch darauf hinweisen, Sie waren da jetzt auch ohne Weste unterwegs, ja? Ja, im Eifer des Gefechts, ich hatte meinen im Auto. Nicht, dass wir Sie da noch rausziehen müssen, Chief. Das können wir uns nicht erlauben, Sie hier nicht mehr zu haben. Ja, hätte ich vielleicht besser darauf achten müssen, aber ich war so. Wie sagt man das? Ich hatte einen Bock. Im Eifer des Gefechts. Nee, das haben Sie selber schon gesagt. Eifer des Gefechts habe ich schon gesagt. Ich wollte so schnell wie möglich ein Ergebnis für die verletzten Kollegen von gestern. Das ist sehr politisch. Nee, das ist die Wahrheit. Vielleicht ist die Wahrheit politisch. Ja. Frag mal die Leitsteller, ob die schon irgendwas wissen von den Blumen. Irgendwer muss ja was gesehen haben hier. Die sind ja den ganzen Tag da. Ist klar, ich leite das weiter. Das ist blöd, Herr Chief. Mhm.
Die Blumen kommen vom MD. Von welchem MD? Die sagen von allen. Also Davis hat das wohl hingelegt, aber ja, wird ja aus demselben Pott bezahlt und deswegen vom MD. Okay. Haben Sie Zeit? Ja, ich bin Leitsteller. Was wollen Sie denn? Dann geben von Sie die mir? Ab. Okay. Einen Moment. Hat Mr. Reed Ihnen das schon mitgeteilt? MD. Bin da. Alles klar, kommen Sie. Wissen Sie, was das Schlimmste an der ganzen Sache ist? Ich darf nicht mehr rauchen. Oh Gott, das wird mich auch stören. Ja. Ich habe noch jede Menge Zigaretten. Ich kann Ihnen die gerne vererben, wenn Sie möchten. Vererben tun Sie erstmal gar nichts. Wir nehmen den Granger. Okay. Wo wollen wir denn hin? Wir fahren zum Emily. Also. Wem haben Sie denn gesprochen? Ich habe einfach die Notfallnummer angerufen. Und bei wem? Bei Pillbox oder Medical? Ne, die haben mir eine eigene, also die haben, das läuft ja zusammen tatsächlich. Aber ich glaube, ich habe eine vom Central dran gehabt. Weil die hat gesagt, das kommt vom Davis. Central ist das Davis, oder? Pillbox meine ich, Entschuldigung. Das kommt vom Pillbox. Dann fahren wir zuerst. Nein, es kommt vom Davis und ich glaube, ich habe das Pillbox im Telefon gehabt. So rum. Okay. Und war das da ruhig da oben? Ich habe mir echt Sorgen gemacht, wo auf einmal die 5 Leute da aufgesprungen sind und losgefahren sind. Ja, die haben sich zu Recht eingekackt. Okay. Aber wir hatten schon alles im Griff. Sehr schön. Das ist aber gefährlich, wenn Sie keine Weste tragen, Herr Chief. Das ist nicht das erste Mal, dass ich das heute höre. Ja. Guten Abend. Guten Abend. Makler kommt Arbeit. Wie geht's Ihnen? Hallo. Hallo, Frau Dr. Montgomery? Hm? Gott, jedes Mal eine neue Frisur, wenn ich Sie sehe. Na gut. Wir kämpfen auch. Naja. Ich habe gehört, Teile von Ihnen haben Blumen vom PD abgelegt? Oder? Ja, Mediziner, genau, von uns. Alles klar. Ich wollte mich einfach im Namen des Polizeidepartements dafür bedanken und ich habe jetzt einfach eine der Kolleginnen mitgenommen, die mir immer viel zur Arbeit ist, die Frau Reed, die wurde gestern auch verletzt. Ja, gute Besserung an der Stelle. Dankeschön. Gerne. Deswegen wollte ich einfach persönlich Danke sagen, ja, an die für das Signal. Ich weiß das wirklich zu schätzen und die Kollegen auch. Sehr gut. Ja, immer wieder gern. Ja, also das war knapp. Teilweise gestern. Ja, das glaube ich. Ja, dann müssen Sie sich bei den Jungs hier hinter mir bedanken. Die haben das alles veranlasst. Neben mir, hinter mir. Neben mir, okay. Na, also also nochmal für Sie im Namen des ganzen Polizeidepartements, sowohl hier unten als auch im County, vielen Dank. Solche Signale sind besonders in solchen schwierigen Zeiten sehr viel wert. Sagen tatsächlich, ein Großteil der Blumen lagen tatsächlich schon. Wir hatten das auch vor, waren selbst beeindruckt, als wir das dann vom PD gesehen haben, dieses Blumenmeer. Wir haben sie dann persönlich abgegeben und haben auch noch mal ein paar Donuts für den Kühlschrank da gelassen. Dachte so, als Nervennahrung kommt das vielleicht ganz gut jetzt. Ja, also ich gehe auch davon aus, dass das auch aus dem Pillbox ein bisschen herauskam, weil die auch viele von den Behandlungen gemacht haben. Genau. Da muss ich jetzt auch noch hinfahren. Gut. Aber das wollte ich Ihnen nur persönlich sagen, weil das persönlich auch immer noch die größte Kraft entfaltet, denke ich. Bedeutet mir viel. Vielen Dank. Und den Kollegen auch. Immer wieder gern. Dankeschön. Ja, Herr Marino war auch sehr überglücklich und hat sich tausendmal bedankt heute, als wir da waren. Und super. Haben wir noch ein cooles Gruppenbild gemacht, das haben wir auch schon gepostet. Da muss ich mir noch angucken. Ja. Mit Mr. Marino habe ich tatsächlich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Vor allem die Einsatzleitung beim DOJ, bei der Bombenentschärfung. Ja, der ist sehr engagiert. Ja. Sehr, sehr, sehr guter Mann. Also hat uns als FD da sehr gut eingewiesen. Hat super funktioniert. Das Schönste war, wie wir ihn dann oben ins Bettchen gebracht haben, im Pillbox. Seine größte Sorge war, sag mal, wir sind eigentlich auf Toilette Feuermelder. Ich frag für einen Freund. Fand ich gut. Also. Komm, Marino hat ja meine Nummer zu noch dir auch direkt. Ja, wir haben ihn den Kopf. Ich wollte gerade sagen, ich krieg mich aus dem Bett geklingelt für sowas. Ja. Wir haben ihm gezeigt, wo der Lüfter angeht und. Alles gut. Alles hat klar. Geklappt. Ja, gut, danke, dass Sie da waren. Ja, gerne, gerne. Und ich halte Sie nicht weiter auf. Vielen Dank nochmal. Ja. Gerne. Bis bald. Gute Besserung. Angenehmen Abend noch. Bye-bye. Danke. Kommen Sie mit. Ja, bin schon da. Ja, Rakete? Ja, Sie laufen live im Fernsehen, falls es Sie interessiert. Ich gucke gleich. Ich muss noch einen Termin machen und dann gucke ich gleich nach. Ja, alles klar. Bis dahin. Super, danke. Ui. So. Wann sind Sie wieder fit eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Check. Ich muss morgen auf jeden Fall nochmal ins MD. Hm.
Pillbox oder Medical? Ah, ich war im Pillbox. Also gehe ich davon aus, dass ich da dann nochmal hinfahre. Die müssen nochmal meine Naht kontrollieren. Aber Krüger, Entschuldigung. Herr Krüger und ich haben die Leitstelle heute total gerockt. Findet sich dabei um Schwarzquad, der Fahrer. Und wir haben gerade Pommes und Chicken Nuggets geliefert bekommen. Habt noch Eiche, möchten Sie? Nein, gerade nicht. Okay. So, ich stelle sie mal hier ein bisschen ran. Hallo. Wow. Hat einen Arm. Eine Granate. Was, immer wenn man hier reinkommt, oder? Ja. Das ist sehr hell. Guten Abend. Hallo. Ich wollte eine Frage stellen. Und zwar wollte ich wissen, ob Sie im Rahmen dieses dieser Blumensituation vor dem PD irgendwie beteiligt sind. Oder des Pillbox oder sowas. Dirk, du kannst das wahrscheinlich besser erklären, oder? Du hattest das jetzt mehr mitbekommen, die Situation. Also die Blumen selbst weiß ich nichts, aber an dem Einsatz, der da gestern war, da waren wir beteiligt, ja. Das weiß ich. Da will ich einfach auch nochmal vielen Dank sagen für die Arbeit. Wir versuchen gerade herauszufinden, woher woher die ganzen Blumen kommen. Wir haben tatsächlich auch nur das Bild vorhin gesehen und da sind einige Kollegen unten aus dem Davis-Krankenhaus drauf abgebildet. Also so weit können wir zumindest was dazu sagen. Ja, da waren wir gerade schon. Wir hätten jetzt nur gedacht, also wenn unabhängig davon, ob Sie jetzt da beteiligt waren oder nicht, wollte ich einfach mal vielen Dank sagen. Das war gestern sehr kritisch. Sie hatten ja gestern auch einige Patienten und Patientinnen hier aus unserem Polizeidepartement. Reed, Sie waren ja auch hier. Ja. Wo es doch enger wurde, zumindest habe ich das gehört. Deswegen vielen Dank für Ihre Arbeit, da haben Sie wahrscheinlich Leben gerettet. Ja, bei zwei war es sehr knapp, ja. Deswegen wollte ich einfach nochmal persönlich vorbeikommen als Chief of Police und Ihnen das sagen, weil ich das sehr wertschätze. Wissen wir sehr zu schätzen. Gehen wir gerne weiter auch an die Kolleginnen und Kollegen, die machen Sie das, wenn die jetzt gerade nicht hier sind oder sowas, das möchte ich einfach nochmal explizit sagen. Das bedeutet mir und vor allen Dingen den Kollegen, den Sie da natürlich, die Sie gerettet haben und die Kollegen, die von den Kollegen. Oh Gott, jetzt wird es kompliziert. Aber eigentlich den gesamten Department, ja. Sehr gerne. Gut. Das wollte ich nur loswerden. Geht schon wieder besser, Frau Reed. Ja, ich komme morgen zur Nachkontrolle wieder. Super. Aber dann grüßen Sie die Kollegen. Erholen Sie sich weiter gut. Ja, danke schön. Super, vielen Dank. Dann halten wir Sie nicht weiter auf. Schönen Abend noch, ja? Schönen Abend. Bye-bye. Ich hoffe, die haben jetzt daraus gelernt, dass die den ganzen dreckigen Drogen abgenommen haben. Straße 10, 10A. Wen haben Sie welche Drogen abgenommen? Sie, den Maya. Ach so. Ach. Das ist so wie mit den Blumen. Unkraut vergeht nicht. Ja, obwohl Herr Schaller vorhin ganz schön drauf umgetreten ist auf dem einen oder anderen Blumenstrauß. Weiß auch nicht warum. Vielleicht waren da ein paar Bienen. Bienen? Der durfte ein paar Blumensträußen rumgetrampelt. Ich weiß nicht warum. Vielleicht mag er Blumen nicht, er ist allergisch oder sowas. Ja, das kann auch sein. So, ja. Wenn Sie noch rauskriegen, woher der Rest ist, wenn das nicht alles von den Medical Centers ist, dann sagen Sie mir Bescheid. Ja, das D&J habe ich angerufen. Die Dame wusste da jetzt irgendwie nichts, aber sie war auch nicht da heute Mittag, als das war. Okay. Alles klar. Ich bin im Feierabend. Ja, schön Feierabend, der Chief. So, Bullock, der Pino, ich bin im Feierabend. Ja, alles gut. Ich alles klar, bis dann. Wunderbar. Ich will mir eigentlich noch einen, warte mal, das ist glaube ich im Maskenladen. Wo gibt's die Bärte? Gibt's die beim Friseur oder beim Maskenladen? Ich will mir so einen hervorgehobenen Schnurri holen. Ich glaube, das ist eine Maske. Nee, wie Frau Miller nicht, sondern es gibt so einen richtigen Bart, also so einen richtigen Extrabart. Das ist keine Frisur, glaube ich. Das ist einfach nur eine Maske. So, damit ist das mit den Mayans jetzt auch abgeschlossen. Dann sind die von der Liste runter. Gott sei Dank. Erfolgreich Crime zerstört. Das war auch ein sehr effizienter Einsatz. Holy shit. Wir haben die Informationen bekommen, Staatsanwalt angerufen, Palettin Partner dazu geholt. Zack, zack, zack. Das war innerhalb von einer halben Stunde. War alles dafür, was man brauchte da. Das ist wirklich sehr neblig hier, ja. Schönes Erfolgserlebnis auch für die Kollegen, für die Spieler. Das ist ja sehr, sehr selten, wenn man Polizist ist. Da muss man ewig von leben, von diesen Erfolgserlebnissen. So, hier gibt es, glaube ich, Bärte als Masken. Oder? Nee, ich habe mich wohl geirrt. Gibt es das nur beim...
Ich dachte, das ist hier. Okay. Also dann doch nicht. Na, fahren wir hier hoch. Da muss ich zum Friseur. Oh, der Paletti-Shop ist auch eine Idee, aber ich fahre erstmal zum Friseur. Das ist jetzt erstmal der nächste Punkt. Doch, da gab es einen. Aber der ist nicht ausgeschrieben. Wie heißt denn der? Weil ich will mir eigentlich keinen Bart rasieren, sondern ich will einfach nur so eine... Der Onkel. Warte mal, ich fahre mal noch zurück. Weil ich glaube auch, dass es da unten einen gab. Das ist so ein Klebebart einfach. Der ist oben drauf. Das ist einer, der Schaller auch hat. Das ist aber eine... Das ist aber... Der ist halt woanders kategorisiert, ne? Das ist sehr weird. Wenn man das noch nicht weiß. Versuchen wir nochmal. Ich habe jetzt... vielleicht habe ich den gerade übersehen. Ach du Scheiße. Da ist er. Der Onkel. Immer voll. Das ist der, den ich wollte. Perfekt. Er ist perfekt. Der Onkel. Komm, setz dich mal auf meinen Schoß. Du bist ja schon groß geworden. Das ist dieser Onkel Bart. Ist das. Perfekt. Oh. Das Los Santos Police Department hat in Zusammenarbeit mit dem Sheriff's Department im County einen großen Drogenfund gemacht. Durch diese Synergie aus beiden Departments schaffen wir es auch weiterhin, große Drogen vom Markt zu nehmen. Wir haben hier über eine Tonne Marihuana festgestellt, unzähliges Equipment, was gestohlen wurde, die entwendet wurden. Und in diesem Zusammenhang bin ich sehr zufrieden. Ich möchte mich nochmal für diese Zusammenarbeit bedanken und Gott schütze alle Officer von seiner Reise. Perfekt, Digga. Das nochmal in der eigenen Timeline verteilen.